Es geht jetzt in unserer Vortragsreihe weiter. Wir haben von weit her einen Zahnarzt, der uns über Intoxikationen, also über intoxische Behandlungswerkstoffe, was erzählt, was uns berichtet. Und zwar ist es Dr. Braun aus Hamburg, wie gesagt, Zahnarzt. Und er hat das Thema biologische Probleme und Intoxikationen durch zahnärztliche Wirkstoffe. Und darauf freuen wir uns ganz herzlich und begrüßen Herrn Dr. Braun. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Herr Fraß mich eingeladen hat, Ihnen einen kleinen Einblick in die Medizin, sprich in die Zahn- und Medizin aus naturheilkundlicher Sicht zu geben. Ich hoffe, der Operateur ist soweit. Bis jetzt ist noch nichts dort im Monitor. Schafft das? Also ich hoffe, dass die Technik, Frau Puzulowski, kriegen wir es. Oh, es gibt Schwierigkeiten. Gut. Dann werde ich mir mal ganz kurz vorstellen, bis Herr Puzulowski die Technik soweit hat und hoffen, dass die auch funktioniert. Ich selbst bin Schwabe und Zahnarzt und möchte mich erst als Schwabe vorstellen. Wir Schwaben, wir kennen ja so ziemlich alles und wir haben alles gemacht. Wir haben das Auto erfunden, der Herr Daimler, und wir haben auch das Licht erfunden, der Hugo Bosch, und auch die Literatur, der Herr Schiller. Ne? So. Nur eins können wir nicht, Hochdeutsch. Nebenher bin ich dann auch noch Zahnarzt und behandle und arbeite in einer ganzheitlichen Praxis in Pinneberg bei Hamburg. Ganzheitlich heißt eben Körper, Geist und Seele. Ich werde heute überwiegend auf den körperlichen Aspekt eingehen. Über den seelischen Aspekt der Zähne, die Psychosomatik der Zähne, mache ich Vorträge und Kurse in Hamburg, auch in anderen Ländern, aber weniger im Süden. Das ist ein bisschen weit. Mhm. Ja, so gut. Also wir haben hier sehr schöne Bilder, aber noch nicht auf dem Monitor. Gut, dann erzähle ich ein bisschen weiter, soweit bis die Technik ist. Wie komme ich dazu, dass ich eine ganzheitliche Zahnarztpraxis betreibe? Wenn Sie das Licht, was auf mich scheint, näher oder mein Gesicht näher in diesem gleißenden Licht betrachten, dann sehen Sie, dass ich ziemlich Hautprobleme habe. Und seit meiner Kindheit hatte ich immer Neurodermitis, Hautprobleme. Und ich wurde von einer Klinik in die andere geschickt und habe so ziemlich alle Koryphäen der süddeutschen Hautkliniken kennengelernt. Und das hat mich dazu bewogen, den Entschluss zu fassen, dass ich irgendwann mal das selbst mache, da mir keiner helfen konnte. Weder Röntgenstrahlen, noch Cortison, noch Antibiotika waren alles im Grunde genommen vorübergehende Therapien. Und wenn man es abgesetzt hat, war das alte Leiden wieder da. Ich wollte dann Hautarzt werden, habe aber einen Studienplatz bekommen für Zahnmedizin, und aufgrund dessen habe ich dann nebenher ein bisschen Medizin studiert, und das hat mich in meiner Hautproblematik leider auch nicht weitergebracht. Ich habe dort auch nur das übliche schulmedizinische Repertoire kennengelernt, aber keine. Ganz einfach, jetzt muss ich etwas Frage-Antwort-Spiel betreiben. So, die erste Frage, die ich habe, ist, hat jemand von Ihnen Parodontose? Er muss es nur freiwillig jetzt die Hand hochhalten. Aha, paar Freiwillige sind da. Gut, okay. Heute kann man sagen, dass ungefähr 70-80% der Bevölkerung so um die Hälfte der Lebensmitte Parodontose haben. Die Frage ist natürlich, wo kommt dieses Krankheitsbild her? Dafür müssen wir anfangen, ganz zu Anfang in der Energie. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, das Leben ist simpel, wir werden geboren, rennen hin und her und eines Tages sind wir tot, purzeln wir runter. Dafür bedarf es natürlich etwas Energie. So, kann ich jetzt weitermachen? Diese Energie besorgen wir uns aus den Mitochondrien, das sehen wir hier, das ist so ein Mitochondrion. Ja? Das ist jetzt eine Zelle im Schema, hier, da haben wir den Zellkern. Der Zellkern, der hat hier so kleine Löchlein, und aus diesen Löchlein raus kommt dann die RNA oder die Messenger-RNA, und die geht dann rüber zu den Ribosomen oder zu den Mitochondrien und informiert sie dann, was sie produzieren sollen. Das ist auch sehr übersichtlich.
wir atmen Sauerstoff ein, das ist unsere Grundenergie. Und diese Grundenergie ist im Grunde genommen hochgiftig, hochtoxisch. Am Ende unseres Lebens sterben wir an einer Sauerstoffvergiftung. Dieser hochtoxisch giftige Sauerstoff muss sorgfältig verpackt werden und zur Zelle gebracht werden und dort dann in den Mitochondrien umgewandelt werden in sogenannte ungiftige Energie. Und wie heißt die? Weiß das keiner? Jedes Sauerstoffmolekül, was Sie einatmen, ist giftig, muss umgewandelt werden in giftige Grundenergie. Wie heißt die? Weiß keiner? Dann verrate ich es Ihnen. ATP, Adenosintriphosphat. Wie viel Kilogramm ATP müssen Sie am Tage herstellen, innerhalb von 24 Stunden im Ruhezustand, wenn Sie im Bett liegen? Wie viel Milligramm schätzen Sie? Wie viel Gramm? Wie viel Kilogramm? Weiß es keiner? Müssten Sie ja wissen. Ja? Sie müssen pro Tag im Ruhezustand ungefähr so viel ATP herstellen, wie Sie Kilogramm wiegen. Im sportlichen Zustand hat man mal gemessen, ein Tour de France-Fahrer auf dem Mont Ventoux, er muss pro Tag ungefähr 2 Tonnen ATP herstellen, um auf dem Mont Ventoux raufzufahren. Demnach ist ja die Schulmedizin, wie es uns lehrt, ein Wärmekraftwerk, die Mitochondrien schon falsch, denn aus einem Steak holen wir gar nicht so viel Energie raus. Ein Hühnerei, das hat ungefähr 51% Energie, 49% Müll. Um die 49% Müll zu eliminieren, müssen Sie ungefähr 40% Energie verbrauchen. Das heißt, der Stickstoff-Nutzen-Effekt liegt bei 11%. Bei Fisch 7-8%, 9%, weißes Fleisch 6-7% und bei rotem Fleisch einen Steak 3%. Also müssen Sie pro Tag, wenn Sie jetzt nur schlafen, nach Schulmediziner Sicht ungefähr 1 Tonne Fleisch essen, um überhaupt überleben zu können. Einfache Daten. Ist im Grunde genommen ein quantenphysikalischer Vorgang. So, die nächste Frage ist, wie lange reicht denn dieser ATP-Vorrat an? Wie viele Minuten, wie viele Stunden? Weiß keiner? 5 Sekunden. Nach 5 Sekunden ist der ATP-Vorrat aufgebraucht. Das sind Abermillionen Atmungsketten hier in den Mitochondrien, muss ständig Energie regeneriert werden. Jetzt vom nächsten ist es der Verbrauch. Wie hoch ist der Verbrauch des Hirns von ATP, Sauerstoff? Ungefähr 1/3, 20-30%. Der übrige Körper verbraucht ungefähr 30% und der Rest, das letzte Drittel, wo bleibt das? Das verbraucht der Körper alleine, um die Calciumkanäle aufzuhalten. Ja, das heißt, wenn Sie Stress haben, ist der Verbrauch an Sauerstoff und ATP im Hirn doppelt so hoch, nämlich ungefähr 60-70%. Das heißt, bei Stress bleibt Ihnen sozusagen in den Mitochondrien nichts mehr übrig, um jetzt die ATP-Synthese oder die Calcium-Synthese herzustellen. Wo holt sich dann der Körper das Calcium her? Er kriegt es ja nicht mehr. Das Calcium-Reservoir liegt ausschließlich hier in den Mitochondrien, sonst nirgends. Er hat keine ATP mehr, um die Calcium-Kanäle aufzuhalten. Wo holt er sie sich her? Wo holt sich der Körper jetzt das Calcium her? Aus dem Knochen. Was haben wir dann? Parodontose, Karies, Skorbut, Osteoporose. Jede Parodontose ist auch eine Osteoporose, ganz eindeutig. Ja? So, das heißt also, wir müssen immer sehen, dass die ATP-Synthese stimmt. Das sah ja dort sehr einfach aus. Jetzt in Wahrheit sieht es so aus. Das ist jetzt das, was in einer Zelle immer ständig abläuft. 100.000 Reaktionen haben wir heute ja gehört. So, das ist jetzt nochmal übersichtlich dargestellt. Hier haben wir eine gesunde Zelle und hier haben wir jetzt eine Alterungszelle, eine alte Zelle, die jetzt etwas gealtert ist. Das heißt, in den Mitochondrien, das ist jetzt das Mitochondrien, da haben wir hier die mitochondrale DNA, die jetzt von außen informiert wird und mit der Messenger-RNA aus dem Zellkern ungefähr 1000 Proteine kodiert. Diese 37 Gene, die sind in tausendfacher Reduplikation da, die unterliegen einem sehr, sehr hohen Verschleiß. Das Interessante ist, da sehen Sie hier das Zeichen, diese 37 Gene werden ausschließlich von der Mutter vererbt. Also es ist viel wichtiger, dass Sie immer die mütterliche Seite, wenn Sie Familienanamnese machen, berücksichtigen als die väterliche. Also, der Tod
geschieht ausschließlich in den Mitochondrien. Der Zellkern des Menschen oder der Zellkern wäre ewig lebensfähig, dann macht es überhaupt nichts aus. Nur der Tod lauert hier ausschließlich in den Mitochondrien. Im Endeffekt unseres Lebens sterben wir an den Mitochondrien, an der, sagen wir mal, Minderproduktion. Und auch Parodontose ist sozusagen ein mitochondrales Problem, ebenso Karies. Wie geschieht es nun, diese ATP-Synthese in den Mitochondrien? Wir haben hier vorne, da wird ja also praktisch der Sauerstoffkomplex hier, das Sauerstoffatom reinkommen über den Citratzyklus. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Komplexe. Und es ist so, dass praktisch hier immer ein Wasserstoffatom nach oben gepumpt wird. Da wird ein zweites nach oben gepumpt, hier wird ein drittes nach oben gepumpt. Und am Schluss hier im Komplex 5 ist es wie eine Turbine. Da läuft es praktisch von oben nach unten durch, wie beim Wasserkraftwerk, und macht hier aus Diphosphat Adenosin-Triphosphat. Muss man sich so vorstellen, der kommt, das Proton, der wird gepumpt. Und dann können die hinten durch die Turbine runterpurzeln und können dann dort die Adenosin-Triphosphat herstellen. Wie gesagt, kilogrammweise pro Tag. So, jedes Elektron an sich wird kurzzeitig enorm beschleunigt und danach wieder abgebremst, während es die abwärtsführenden Schritte in den Enzymkomplexen der Atmungskette durchläuft. So, dann sehen wir hier oben nochmal eine andere Darstellung. Da wird das erste Wasserstoffatom hochgepumpt, hier das zweite und hier das dritte. Und im Schluss bleibt wieder hier Wasser übrig. Nochmal eine andere Darstellung. So, das ist jetzt der Komplex Nummer 5. Das ist regelrecht eine Turbine, die sich hier mit einer enorm hohen Geschwindigkeit dreht und sozusagen das Adenosin-Diphosphat unheimlich beschleunigt zum Triphosphat. So, das geschieht natürlich jetzt hier tagsüber, da sehen wir wieder den ersten Elektronentransport nach oben, den zweiten, den dritten. So, hier geht's rüber jetzt in die Turbine und hier purzelt es jetzt runter und hier wird aus Diphosphat Triphosphat gemacht. Was passiert nachts? Brauchen wir nachts Energie? Kaum. Laufen wir nachts? Höchstens im Traum, aber energetisch nicht. Das heißt, es ist für den Körper nicht ratsam, dass er jetzt nachts ständig ADP produziert und der wird im Bett zappelig und kriegt Restless Legs und zappelt im Bett nachts hin und her, ne, weil er vor lauter ADP sich nicht ruhig halten kann. Das heißt, nachts gibt es eine Nachtabsenkung. In Kopplers sind sogenannte Wasserstoffcarrier, zum Beispiel Dinitrophenol, die sich in den inneren Mitochondrien Membran integrieren können. Sie machen die Membran für Protonen durchlässig und damit fließen die Protonen in den Matrixraum zurück, ohne die ATP-Synthase zu passieren. Dieser Kurzschluss führt effektiv zu einer Entkopplung des Elektronentransports von der ATP-Synthese. Das heißt, nachts können wir Energie sparen. Gut. Problem ist dabei, bei sehr vielen Krankheiten, dass zum Beispiel PVC, alle Weichmacher, die wir haben, genau dort auch sich einlagern können. So, das heißt also, wir haben zum Beispiel ja 20% der bundesrepublikanischen Männer sind unfruchtbar. Dies geschieht bereits intrauterin, also während der Schwangerschaft, ja, weil und zwar adäquat der Menge der Weichmacher der Mütter werden die Embryonen, die männlichen Embryonen, bereits embryonal unfruchtbar. Also wenn die zur Welt kommen können, sind sie bereits im späteren Alter nicht mehr zeugungsfähig. Wahrscheinlich, das wissen Sie nicht, woher das kommt, aber wahrscheinlich sind es hier diese Weichmacher aus diesen ganzen Plastikflaschen und so weiter, die sich hier einnisten. Dann haben wir dann eben, Bernd, wie soll man sagen, diese ganzen Multichemikalien und Müdigkeitssyndrom und. Die eben keine ATP mehr herstellen können, weil hier das PVC, die Weichmacher, die Gifte aus der Zahnmedizin drin hängen. Mitochondrien sind die Zellorganellen, deren Hauptfunktion in der Bereitstellung von Energie in Form von Adenosintriphosphat besteht. Erfolgt durch Oxidation, Fettsäureverbrennung oder durch Abbau von Acetylcoenzym A. So, wichtig ist dabei zu wissen, es gibt einmal bei diesen Mitochondropathien eine
sozusagen ererbte Form über die Mutter und es gibt eine erworbene Mitochondropathie. Das heißt, ich kann mir im Laufe des Lebens eine Mitochondropathie mit allen Folgen, Müdigkeitssyndrom und so weiter, aneignen. Im Vordergrund stehen dabei nicht die genetisch-enzymatischen Blockaden, sondern erworbene degenerative Prozesse, also die ich mir durch Ernährung, durch Umwelteinflüsse erwerben kann. Auslöser der degenerativen Prozesse ist unter anderem nitrosativer Stress, deren Strukturen und Genome von den Mitochondrien schädigt. Chronischer nitrosativer Stress führt zu irreversiblen Genschäden der mitochondrialen DNA und den gesamten Folgeerkrankungen. Wie bekommt man nun nitrosativen Stress? Wir haben einmal Stickstoffmonoxid, reagiert mit Sauerstoff, sozusagen Superoxid, zu Peroxynitrit. Peroxynitrit reagiert innerhalb von Millisekunden und ist nicht feststellbar. Das heißt, der gesamte oder im Körper wird der Organismus meistens über Stickstoffmonoxid gesteuert. Wenn man zum Beispiel Herzbeschwerden hat, was nimmt man dann für ein Medikament? Nitrolingual. Was passiert da? Nitroverbindung wusste man bis vor 3-4 Jahren nicht. Man nimmt es aber schon seit 50 Jahren. Es wird Stickstoffmonoxid freigesetzt und Stickstoffmonoxid dilatiert sofort die Arterien. Das heißt, überall, wo ein Entzündungsprozess stattfindet, ja, wo die Venenarterien erweitert werden, haben wir automatisch Stickstoffmonoxid, was generiert wird. Dafür gab es 1998 den Nobelpreis, denn Stickstoffmonoxid ist auch sehr schnell wieder verschwunden. Und für die Entdeckung des Stickstoffmonoxids in diesem Zyklus, wie gesagt, gab es 1998 den Nobelpreis. So viel war das wert, um diesen Vorgang zu entdecken. Stickstoffmonoxid benutzt auch die Zelle oder die Mitochondrien, um den eigenen Zellmechanismus zu regeln. So. Oxidativer Stress will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Oxidativen Stress habe ich in dem Fall, wo ich meinen Sauerstoff nicht mehr richtig verarbeiten kann. Wenn ich jetzt überarbeitet bin oder ähnliches, dann habe ich immer oxidativen Stress. So. Wenn jetzt zu diesem oxidativen Stress noch eine, soll man sagen, Entzündung dazukommt, wird durch diese Entzündung Stickstoffmonoxid freigesetzt und dann reagiert es praktisch zu dem Peroxynitrit und das wird sofort zerstört. Die Zelle bzw. die Mitochondrien werden ad hoc irreversibel zerstört. Feststellen kann ich es nur am Gehalt des Nitrotyrosins im Blut. Wir reden jetzt hauptsächlich nur von dieser induzierten Stickstoffmonoxid-Schwefelverbindung, die durch Viren, Bakterien, Parasiten, Umweltgifte, sprich zahnärztliche Werkstoffe und alle anderen Umweltgifte, die Sie ja hier in der Tagung hören, induziert wird. Die hält tagelang an und ist systemisch. So. Die induzierbare Form steigt bei Infekten durch Bakterien, Viren, Parasitosen, aber auch durch Chemikalienbelastung an. Sprich, der Körper wehrt sich, indem er erstmal Stickstoffmonoxid freisetzt. Und je mehr Stickstoffmonoxid freigesetzt wird, umso stärker ist natürlich die Entwicklung von Peroxynitrit. Das ist jetzt von Krämer. Stickstoffmonoxid hat jetzt die Eigenschaft, sich an Eisen, besonders an eisenschwefelhaltigen Enzyme zu binden und diese zu blockieren. Diese Bindung ist im ersten Schritt reversibel und kann durch hohen Sauerstoffpartialdruck noch gelöst werden. Diese eisenschwefelhaltige Azolitase, es wird eben, weil Stickstoffmonoxid sich sehr gerne an dieses Eisenschwefel verbindet, wird damit zuerst der Zitronensäurezyklus gestört. Im Zitronensäurezyklus werden die Kohlenhydrate eingeschleust. Damit wird die Umwandlung von Zitronensäure in Isocitronensäure gehemmt und es wird mangelhafte Bereitstellung von NADH gemacht. Das sehen wir hier oben. Hier ist NADH. Das ist jetzt nochmal dieser Zyklus. Wir haben hier den ersten, zweiten, das ist so ein Zwischenkomplex, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Komplex. Hier wird das Wasserstoffatom hochgepumpt, hier wird es hochgepumpt und hier purzeln sie wieder runter.
Dies bedarf natürlich einer Grundenergie. Das Atomkraftwerk in Stade oder in Brunsbüttel läuft nicht von alleine, indem ich den Uranklotz angucke, sondern ich muss auch schon mal Energie reinstecken in Form von Strom, damit diese chemische Reaktion abläuft. Gestört wird jetzt über diesen Peroxynitrit, respektive im ersten über die Stickstoffmonoxid, dieser Zyklus hier. Das heißt, die Einspeisung über Kohlehydrate wird erschwert. Zum anderen muss man auch bedenken, das ist natürlich wie ein Motor und ich habe immer dann sehr viele Abgase wie beim Motor. Das heißt, die Superoxiddismutase und so weiter sind ja hochständig im Einsatz und versuchen jetzt die ganze Kiste zu entgiften. Wird natürlich problematisch, wenn ich sie ständig überfordere, das heißt beim Marathonlauf. Also die Marathonläufer sind, wenn man so will, Kannibalen, denn die zerstören sich selbst. Dadurch, dass die eben sehr hohe Stickstoffmonoxide produzieren und im Endeffekt so ab 28 Kilometer fängt es dann an, dass die Peroxynitrite langsam den Mechanismus dort zerstören und die sehen auch immer alle recht hager aus. Also nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist Marathonlauf Selbstmord. Also ich erzähle das nur aus der Sportmedizin jetzt. Dieses macht sich besonders in den energiebedürftigen Organen wie zentrales Nervensystem und Muskeln bemerkbar. Betroffene sind leicht erschöpfbar, brauchen längere Erholungspausen, Konzentrationsleistungen sind nur noch in eingeschränkter Zeit möglich, Ausdauerleistungen sind kaum noch möglich, wird bezeichnet als chronisches Müdigkeitssyndrom und Ähnlichem. Dieses Energiedefizit verursacht ein ständiges Hungergefühl und zwingt Betroffene zu essen. Das Folge ist, sie bekommen Übergewicht, unsere Adipositas. Ungefähr im Augenblick haben wir 4 Millionen Adipöse. In ungefähr 10 Jahren sind es 8 Millionen. Das heißt, zwischen 8 Millionen sind so viele Menschen, die in der Schweiz leben. Die sind alle zuckerkrank. Und in Amerika haben wir zurzeit ungefähr 2/3 des Volkes, die adipös sind. Wobei man berücksichtigen sollte, dass dieses adipöse Fett, das viszerale Fett, ein endokrines Organ ist und ständig Hormone produziert und noch zusätzlich eingreift. Negativ. So, die Energieträger aus Kohlenhydrate können nicht verwertet werden. Sie blockieren zusätzlich die Energieerzeugung. Die Pyruvat-Dehydrogenase-Defizit in den Mitochondrien wird immer größer, sodass durch die Aufnahme von Kohlenhydrate das Energiedefizit nicht korrigiert, sondern verstärkt wird. Das heißt, die haben jetzt praktisch ihren oxidativen Stress, Stickstoffmonoxid, eine Entzündung dazu und jetzt essen sie ihr Brötchen oder trinken ihr Bier und denken, sie kriegen Energie, geht aber nicht, NADH ist ja kaputt, Kohlenhydrate können nicht eingespeist werden. Das heißt, das Energiedefizit wird immer größer und die essen immer mehr Kohlenhydrate, werden immer fetter und dicker und es wird immer schlechter. Der einzige Ausweg besteht in Eiweiß und Fettsäure, denn die können energetisch besser verwertet werden, dass sie über das Acetylcoenzym A in den Zitronensäurezyklus eingeschleust werden können. So, da waren wir nicht. So, das habe ich hier nochmal eigene Folie aufgezeichnet. Hier haben wir jetzt einmal praktisch die Polysaccharide, das sind jetzt Zucker. Ob Sie da jetzt Kartoffeln nehmen, Nudeln oder was auch immer, das ist vollkommen egal. Das sind eben Polysaccharide, Stärke. Ja, eine Zuckerknolle ist genauso viel Stärke das ist egal, ob Sie jetzt eine Kartoffel essen oder gleich Zucker. Ja, Zucker brauchen Sie nicht so viel Energiestärke, müssen Sie schon aufspalten. Wird zur Glucose aufgespalten in der Zelle. So. Und dann müsste das jetzt über das Pyruvat in der nächsten Stufe weiter aufgespaltet werden. Pyruvat ist nicht mehr, gibt's nicht mehr. Durch Stickstoffmonoxid und Peroxynitrit, also können die Kohlenhydrate nicht mehr verwertet werden. Das heißt, jegliches Kohlenhydrat, was sie zusätzlich essen, macht sie kränker, kränker, kränker. Es muss nicht in Adipositas umgehen, es gibt auch genügend, ich kenne da einen Marathonläufer, der schwer zuckerkrank, hat das gleiche Symptom, ist aber, wie gesagt, durch seinen Marathon gärtenschlank. Ich würde sagen, schon, magersüchtig. So, der Ausweg ist einmal hier über die Fette. Fette können Sie aufnehmen, dann haben Sie Acetyl-Coenzym A. Acetyl-Coenzym A funktioniert immer. Dann können Sie über die Fette reingehen oder hier über die Aminosäuren. Funktioniert immer. Acetyl-Coenzym A ist praktisch der unverwüstliche Energieeinspeiser. Also Fette können Sie essen, so viel Sie wollen. Nach Möglichkeit nicht T4,
tierische Fette, also langkettige Fettsäuren, sondern je besser kurzkettige Fettsäuren, optimal Kokosfett und diese leichten Pflanzenöle. Ja? Wobei nur die Omega-3-Fettsäure verwertbar ist. Omega-6 und Omega-8 sind schon schlecht. Also Olivenöl hat zum Beispiel nur 20% Omega-3-Fettsäure, aber 80% andere Fette. Also am besten ist noch Rapsöl und Leinöl. Ja? So, und hier haben wir sie, die Kohlenhydratfalle. Gut? Ja. Also, Kohlenhydrate sind meiner Ansicht nach relativ überflüssig. Es gibt da natürlich verschiedene Diätformen, dass man sie morgens essen soll und nachts verbrennen kann, aber kann ich machen, wenn ich gesund bin. Ja? Gut. Haben Sie hierzu Fragen? Ja? Ja, dem mitotoxischen Stress entgegenwirken, keine Kohlenhydrate oder ganz wenig Kohlenhydrate, die Einspeisung wie die Eskimos über Fette, Omega-3-Fettsäuren, so viel sie können, ja, und Einspeisung eben über Eiweiße. Also ich nehme zum Beispiel jeden Tag diese MAPS, Master Amino Pattern, von der Eiweißausbeute her, also viel Fisch essen, wenn sie können, Kaltwasserfische. Also an der Ernährung liegt alles. Ich sehe das Problem heute, dass ungefähr 80% unserer Krankheiten ernährungsbedingt sind. Über Kohlenhydrate, ja? Zu wenig Vitalstoffe. Aber hat ja der Herr Popp gesagt, haben wir ja die Hühnereier untersucht, das Buch von Herrn Popp, ja? Über die Photonen. Da haben die Bio-Hühner genommen, bio gefüttert, einmal draußen, praktisch an der Sonne und einmal, im Stall gelassen, war ein Unterschied, glaube ich, von 30% Biophotonen im Stall, gleiches Futter und die Hühner draußen ungefähr 100% Biophotonen. Ja? Also biologische Lebensmittel. So, haben Sie noch Fragen dazu? Ja? Wo man so sagen, die Übersäuerung ist sehr wichtig, ja. Also ich esse zum Beispiel überwiegend Gemüsesuppen, wenn es geht, ja. Problem ist bei der Übersäuerung, man kann es schlecht messen. Es gibt also Teststreifen. Also ich lasse es ab und zu mal machen und dann Natrium Bicarbonat, also Kaisers Natron, war ja früher das Universalmittel, ja. Natürlich sollte man darauf achten. Aber vom Fleisch her, solange Sie also nur Gemüse, also komplexe Kohlenhydrate in Form von Gemüse essen und leichte Fleischsorten, bekommen Sie an sich keine Übersäuerung. Übersäuerung bekommen Sie nur dann, wenn Sie viel Kohlenhydrate essen. Ja, und auch nur Kohlenhydrate verschlacken. Ich habe jetzt leider nicht die, der Herr Puselowski versucht immer noch die eigentlichen Bilder herauszuholen, aber er schafft es nicht. So. Das eigentliche Problem ist, Sie bekommen ja die Kohlenhydrate jetzt in der Zelle. Sprich, wir haben den gleichen Enzymhaushalt wie die Orang-Utans, Gorillas. Wir haben eingeführt die Kohlenhydratnahrung, also das raffinierte Kohlenhydrat, ungefähr vor 20.000 Jahren. Polymorphismusmäßig hat man aber festgestellt, eine Spezies bedarf ungefähr 60 bis 80 Millionen Jahre, um sich über Polymorphismus an ein neues Nahrungsmittel zu gewöhnen. Das heißt, die Zeitspanne ist viel zu kurz. Sprich, wenn Sie jetzt im Urwald leben, dann essen Sie ja... Hat das drauf? Wenn Sie im Urwald leben als Orang-Utan, essen Sie 1 Kilogramm Äpfel. Was trinken Sie dazu? Wasser. Macht Wasser eine Insulinausschüttung? Nein. Wie viel Insulinausschüttung macht das Kilogramm Äpfel? Wenig. Das heißt, der Blutzucker steigt nur ganz langsam an und sinkt ganz langsam ab. Logisch? Ja? Jetzt trinken Sie Wasser dazu. Das heißt, das Hirn bekommt immer genügend Glucose. Nehmen Sie aber jetzt dieses Kilogramm Äpfel und machen es zu Apfelsaft und trinken es in einem Schluck, was ja meistens der Fall ist bei den Kindern, Coca-Cola und Co. Was passiert dann? Es geht sofort hoch. Der Körper kennt es aber gar nicht. Das heißt, er interpoliert und glaubt in 4 Stunden, denn der Apfel braucht ja 8 Stunden, bis er rauskommt. Da denkt der Körper, in 4 Stunden ist der Höhepunkt erreicht. Das heißt, er produziert Insulin auf Teufel komm raus, viel zu viel. Was passiert jetzt mit dem gesamten Blutzucker? Da wird er in die Zelle abgedrängt.
Ja, so. Jetzt in dem Augenblick, wenn im Blut kein Zucker drin ist, meldet das Hirn, ich bin unterversorgt, ich werde schlapp müde. Was macht man? Brezel essen. Was passiert? Geht von neuem los. Was trinkt er dazu? Eine Cola oder ein Bier, Kohlenhydrate. Geht's von neuem los. So, die Zelle ist jetzt voll mit Glucose, also mit Glucose wird gespalten zu Einfachzucker. Und jetzt wird die Zelle sozusagen verschlackt. Das ist dann ein zäher Brei, wo nichts mehr durchläuft. Dann sucht die Zelle krampfhaft nach Auswegen, indem sie jetzt in ihrer Genkette zurückgeht, wo sie irgendwo noch Enzyme findet, die jetzt sozusagen Glucose speichern können. Findet sie auch. Zu wie viel Prozent sind unsere Gene mit dem Hund identisch? Wie viel glauben sie? 98%. Wir unterscheiden uns nur 2% vom Hund. So, das heißt, die gesamte Entwicklung der Menschen vom Einzeller von vor 3 Milliarden Jahren bis heute ist drin. Das heißt, die Zelle rauscht zurück, findet auch ein Gen, uralt sozusagen, Enzym TKTL1, Transketolase Typ 1, schaltet es hoch. Nur diese TKTL1 können sie nicht mehr abschalten. Irreversibel. Und dann haben wir Krebs. Daraus hat der Dr. Keuer die Umkehrung gemacht. Büchle habe ich hier liegen. Ja, ich wollte heute nicht über Ernährung. Ah, jetzt haben wir es. So, jetzt können wir. Wollen Sie noch gucken? Gut, also. Wenn Sie nachher noch Fragen haben zum Thema Ernährung, das wäre so nur ein bisschen vorgeplänkelt, so ein bisschen für Parodontose und so weiter. Ja, gut. Jetzt gehen wir an das eigentliche Thema. Ich danke. Jetzt weiter. Ja. Herr Buzelowski, eine weiter. Also gut, dann bleiben wir da. Der Körper wird ja nicht mit dem. Ah ja, gut, jetzt sind wir ja bei Amalgam. So. Amalgam, Büchlein habe ich da, jetzt von den giftigen Umweltsubstanzen her, ist 100-mal giftiger als Blei. Amalgam hat die höchste Affinität zu Nerven, setzt sich in den Nerven fest und die meisten Patienten, die jetzt Amalgamvergiftung haben, sitzt diese Amalgamvergiftung hier im vorderen Teil des Hirns. Die haben also sozusagen über die Arteria angularis, die ins Hirn hergeht, diese ganzen Vergesslichkeitsprobleme im vorderen Hirn, denn der erste Lymphknoten kommt hier hinten im Nacken. Das ist jetzt das Buch von Professor Mutter, können Sie sich nachher hier ansehen, habe ich dabei. Der ist im Institut für Umweltmedizin und Toxikologie in Freiburg. Nachdem er das Büchlein rausgebracht hatte, weil er selbst quecksilbergeschädigt, amalgamgeschädigter ist, wurde er dann sofort verbannt, indem er die Feudel auf ihren Bakteriengehalt hin untersuchen darf. Ja? Der hat aber alle, sagen wir mal, 100 Untersuchungen oder 900 Untersuchungen über Amalgam nachgeguckt. 895 haben eindeutig belegt, Amalgam ist hochgiftig. 5 waren für Amalgam und die sind alle getürkt. Also Amalgam ist hochgiftig. Dazu möchte ich Ihnen jetzt kurz einen Film zeigen von der Universität of Calgary über die Giftigkeit von Amalgam. Das ist jetzt